Guten Tag, mein Name ist Baumann in Berlin und ich bin etwas entsetzt. Warum? Ist es richtig, dass Kinder jetzt zum Impfen aufgefordert werden? Ja und ja. Ne? Also, da kann ich jetzt nur mal Herrn Schäuble zitieren, dass er sagt, die Querdenker wären ja so arrogant oder irgendwie sowas hat er gesagt oder überheblich. Ja? Aber das, was ich hier in der Zeitung sehe, ist ja, nein, dumm sage ich nicht, ja, das ist ja nicht nett. Das ist ja so schrecklich uninformiert. Diese beiden Herren, der Momper und der Diebkin, die unterhalten sich scheinbar über ein Thema, über das sie nicht vernünftig informiert wurden. Und das ist traurig. Ne? Also, Herr Diebkin, Herr Momper, erklären Sie mir doch bitte mal, was ist SARS-CoV-2, bitte, ja? Ja? So. Was schützt vor SARS-CoV-2? Erzählen Sie mir das mal. Okay, nächste Frage. Was ist Covid-19? Bitte schön, Herr Diebkin, Herr Momper. Was schützt vor Covid-19? Ja, richtig, eine Covid-19-Impfung. Genau solche Impfungen werden hier verabreicht. Nicht wahr? Und wer bekommt Covid-19? Welches sind dafür die Risikogruppen? Wer ist schon mal an Covid-19 wirklich gestorben? Jetzt nicht an und mit, sondern wirklich an. Zählen Sie da nochmal nach, gucken Sie mal genau hin, ja? Schauen Sie sich auch ruhig nochmal die Übersterblichkeiten an und solche Sachen. Das ist ganz interessant, wenn man darauf schaut, ne? Und ja, mein Fazit, eine Covid-19-Impfung für Kinder und Jugendliche macht natürlich überhaupt gar keinen Sinn. Für diejenigen, die wahrscheinlich niemals Covid-19 bekommen werden. Ja? So, jetzt glauben Sie, der Baumann hätte was Falsches gesagt. Nee, der hat nichts Falsches gesagt und der ist auch nicht überheblich. Der hat sich jetzt nur darüber ausgelassen, dass manche Leute einfach uninformiert sind und möchte das korrigieren. Genau. Also eine Covid-19-Impfung schützt vor Covid-19. Okay? Jetzt sagen Sie dann vielleicht, ja, aber was tun wir denn gegen die SARS-CoV-2-Infektion? Tja, weiß ich auch nicht, aber die Impfung ist gegen Covid-19. Alles klar? Eine Infektion findet im Hals-Rachenraum statt und Covid-19 findet in der Lunge statt, oder? Tja, oder vielleicht sogar im ganzen Körper. Vielleicht retten Sie sich mit der Impfung gegen Long-Covid. Wer hat denn tatsächlich Long-Covid? Was ist denn das überhaupt? Herr Diebkin, Herr Momper, informieren Sie sich bitte. Und ich möchte mir so eine Sätze nicht mehr anhören müssen, wie die Querdenker wären überheblich. Die meisten von den Leuten, die Sie hier als überheblich bezeichnen, oder ein Großteil davon, kann diese Fragen höchstwahrscheinlich beantworten. Wenn ich diese Fragen jetzt aber im Bundestag stellen würde, ich glaube, da hätte ich Probleme. Wenn Sie allerdings ins Westend gehen, um Ihr Herzflimmern behandeln zu lassen, da kann ich Ihnen sagen, die Türen und die Hygienemaßnahmen und alles picobello, das ist so richtig gut beschildert. Ne? Also wenn die von SARS-CoV-2 sprechen, dann meinen sie auch SARS-CoV-2. Und wenn die von Covid-19 sprechen, dann meinen die auch Covid-19. Also solche Informationen also zu medizinischen Angelegenheiten sollte man doch bitte von versierten Ärzten beantworten lassen, die sich damit auskennen und nicht von so schlecht informierten Provinzpolitikern. Dankeschön.